Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir heute wieder ein paar Drinks testen und diesmal richtig genial. Wir haben die Cartoon Edition. Was ist das denn wieder? Als wir in Chep unterwegs waren, vor 10 Millionen Jahren ungefähr, da haben die Dinosaurier noch gelebt, haben wir in Chep... Ja, die ist auf dem Schrank... haben wir in Chep auf jeden Fall verschiedene Sachen entdeckt, die wir alle mal testen wollten. Zum Beispiel hier dieser Magical Drink Blueberry von den Schlümpfen. Habt ihr auch schon mal so einen Schlumpfen Energy Drink probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann der Klassiker Hello Kitty Himbeere Feijoa. Ein Hello Kitty Drink mit Himbeer und Feijoa. Dann für die ganz starken Männer ein Superman Kids Drink. Für starke Männer, deswegen auch Kids Drink. No, kein Taurin, kein Koffein und kein Energy Drink. Also ist irgendwie... Vergesst alles, was ich gesagt habe, denn wir kommen noch zu den Minions. Was haben wir bei den Minions? Wir haben ein Bananen-Vitamin-Getränk. Ja, auch schön für Kinder. Ja, alles klar. Und als letztes einmal, da ist sogar Pfand drauf. Und als letztes einen SpongeBob, ne? SpongeBob Bubble Drink Ananas. Das sieht auf jeden Fall alles sehr interessant aus. Das wollen wir uns mal alles angucken. Das kann ich euch auch von hier nochmal zeigen, wie das ausschaut. Schlümpfe, ne? Mit Papa Schlumpf und mit Schlaubi Schlumpf. Hello Kitty, ganz klassisch, kennt man ja. Wer hat ein Hello Kitty Tattoo? Schreibt's mal rein. Superman als Superboy unterwegs. Banana! Von den Minions, die sind ja eh immer ein bisschen, keine Ahnung. Und dann hier natürlich SpongeBob. Welche Zeichentrickserie findet ihr am coolsten? Ich glaube, alle feiern SpongeBob. Ich nicht. Minions sind mir auch zu dumm. Hello Kitty, Schlümpfe. Ich bin für Superman. Denn ich bin ein echter Bursche und deswegen feiere ich auch Superman. Ihr könnt weiter mit Hello Kitty spielen oder die Minions feiern. Ich möchte das fürs Thumbnail noch mal kurz hochhalten, in der Hoffnung, dass das passt, wenn man das so sieht. Hier die Cartoon Edition, wunderbar. Jetzt fangen wir mal an mit den Schlümpfen. Wie gesagt, Schlümpfe ist Magical Drink Blueberry. Da steht alles auf Tschechisch drauf, deswegen weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Wir machen es aber mal auf, riechen. Blue, riecht auf jeden Fall bärig, ja. Kohlensäure, kein, nicht, was, irgendwas mit Artificial Colors, ohne Artificial Colors auf jeden Fall, vielleicht ohne Farbmittel oder irgendwas. Hier, ich sehe jetzt leider nicht, wie es aussieht, ich könnte es mir aufs T-Shirt kippen, dann merke ich es. Ist auf jeden Fall sehr schaumig. Ich glaube, das müsste noch kühler sein. Das sage ich jedes Mal. Die Dosen sind eigentlich kühl, stehen aber nie im Kühlschrank. Die stehen einfach immer im Boden auf der Küche, auf dem Boden in der Küche. Hat aber an sich einen ganz guten Geschmack. Könnte ich auch mal so zwischendurch trinken, diesen Blaubeer-Schlumpf. Wir kommen aber jetzt zu Hello Kitty. Dieses Himbeer und das andere, was ich nicht lesen kann und ich weiß, was das sein soll. Steht auch wieder irgendwas drauf. Das riecht auf jeden Fall sehr süß, sehr bärig. Bin ich mal gespannt. Hello Kitty! Wie das schmeckt. Eine Challenge wäre es natürlich, alle auf Ex trinken hintereinander. Himbeer Feijoa. Was ist Feijoa? Ich weiß es nicht. Finde ich sogar geschmacklich noch ein Ticken besser als die Schlümpfe. Das riecht richtig süß, ist aber gar nicht so süß, wie es riecht. Und es hat neben dem himbeerigen Geschmack dieses andere, was ich nicht definieren kann. Das bringt auf jeden Fall nochmal was mit, was besonders schmeckt. Keine Ahnung, also ich habe das... Es ist, ich würde gern wissen, was das ist, beziehungsweise mehr davon trinken. Aber erstmal jetzt nur hier kosten, dann mit der Mama wieder aufteilen, was die so möchte. Also kommen wir zum Superman, wo auch wieder nichts draufsteht. Bis jetzt Himbeer, also auf Platz 1. Superman, ne? Der Superdrink für Superkids.
Der riecht komischerweise ganz genau wie ein Original Energy Drink. Obwohl drauf steht No Energy Drink. Vielleicht ist es ja wieder so mit Milch oder irgendwas. Gibt's ja auch manchmal. Best Before. Ja, ja, okay. Wir probieren einfach. Superman. Keine Ahnung. Schmeckt wie ein Booster gemischt mit Wasser. Hat also trotzdem irgendwie so einen Energy-Taurin-Geschmack. Hat trotzdem Kohlensäure. Hat trotzdem diese süßliche. Aber dann zieht sich das nicht und es ist irgendwie so stumpf auf einmal. Wie wenn ihr Booster mit Wasser mischt. Und das ist aber kein Energy-Drink. Also geschmacklich finde ich Himbeer immer noch am besten. Jetzt haben wir noch den Vitamin-Drink mit Banane von den Minions. Da sind wir auch mal gespannt, ob das auch Kohlensäure hat. Bananen mit Kohlensäure. Nee, hat's nicht. Das ist das erste bis jetzt ohne Kohlensäure. Schmeckt einfach wirklich nach Bananenwasser. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn's... oder was heißt Bananenwasser? Bananen wie Bananensaft. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Bananennektar, Bananensaft gibt's ja. Oh, die Nase ist schon wieder rot. Bananennektar aus der Dose eher als Vitamin-Drink und nicht als Saft. Ist auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, zu viel kann man davon auch nicht trinken. Und wenn ihr das nicht kennt, probiert das mal. Fahrt mal in die... Ja, das ist auch aus der Tschechei. Egal. Fahrt mal nach Cheb, holt euch eine Dose Minions, probiert mal einen Bananendrink. Das ist okay, glaube ich. Naja, komm. Wir sind mutig. Banane ist bis jetzt am besten. Gerade weil da auch einfach keine Kohlensäure drin ist und ihr das einfach so trinken könnt, würde das irgendwie, ja, das Schaumige fehlen und es ist halt einfach nur dieser klare Geschmack da. Banane, beste. Wir haben aber noch den Bubble Drink Ananas von SpongeBob. Und der muss, glaube ich, aus dem Rewe sein. Da ist nämlich so ein 25-Cent-Teil dran. Ja, oder auch nicht, keine Ahnung. Steht trotzdem alles nur ausländisch drauf. Vielleicht haben die das aber auch einfach importiert. Riecht auf jeden Fall wie eine Dose Ananas, weil dieser Metallgeruch einfach extrem da ist. Okay. Also es hat erstmal einen Ananas-Geschmack, gleichzeitig schmeckt das aber richtig bittersäuerlich und eben nach Dose auch gleichzeitig. Ich glaube, diesen metallischen Geschmack bringt euch das richtig mit, was aber nicht mal an der Dose liegt, sondern weil diese Ananas wahrscheinlich so künstlich schmeckt, dass sie nach Dose schmeckt, selbst wenn die in einer Flasche jetzt ankäme. Am besten fand ich also immer noch den Minion-Drink mit Banane. Wenn ihr den kennt, schreibt's mal rein. Aber das war ja noch nicht alles, denn wir haben ja wie immer am Abschluss noch unsere Dose 5-0er Dosenbier. Und wie immer, wir werden nicht gesponsert von 5-0er Dosenbier. Wir haben auch nichts davon, wenn wir das austrinken. Wir machen es aber trotzdem als Running Gag. Einfach so dabei. Ja, die ist total aufgekratzt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh.